Hallihallo, ich bin der Lukas Schmidt. Ich bin 22 Jahre alt, bin Mitglied in der Genossenschaft Rottgauer Leben. Genau, und wir haben hier unseren eigenen Stand hier. Das ist Mint Events Germany. Wurde vor genau 2,5 Jahren gegründet in Neuseeland. Ich habe damals bei einer Festivalfirma gearbeitet. Wir haben Zelte aufgebaut für Events für 40.000 Personen. Ich habe gedacht, ach, ich würde das gerne in Deutschland auch machen. Bin Mitglied in der Genossenschaft Rottgauer Leben, wie gesagt. Es ist wirklich eine tolle Community, was man hier erlebt. Kann man hier gerade mal links rüber schwenken. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So viele glückliche Menschen auf einem Haufen hier. Wenn man mal hier zoomt, wie viele Kinder. Da gibt es Kinderschminken, alles Mögliche gibt es hier, gell? Das ist wirklich der Wahnsinn. Alles hier am Pysoplatz, Rottgauer Leben, das ist es, gell? Also, wirklich wahr, es ist total entspannt, locker, tolles Event. Vorhin hatte ich hier Kreide gesehen, wollen wir da mal hingehen? Das ist genial hier. Also sowas hat man auf keinem anderen Festival, weil es ist ja immer noch die Sache, gell? Ob das jetzt ein Event ist, was so richtig kommerzmäßig ist oder ob das so richtig frei heraus ist. Und das ist ja einfach ein Happening, was wir haben und es ist einfach fantastisch. Wenn man jetzt nochmal sich hier umschaut, gerade hat der Earth, der Erik, mit seiner Schwester Alina und mit dem Arne Lautenschläger Musik gespielt und es war wirklich fantastisch. Genau. Ja. Und also es ist hier auch ein Haufen an Sachen geboten. Wir haben hier zum Beispiel mexikanische Küche, mexikanischen Schmuck. Wir haben Sushi. Wir haben hier frische Pizza von Pizzeria Diego. Super Pizza in Dudenhofen. Auf jeden Fall Pizza Diego in Dudenhofen. Das ist es auf jeden Fall. Beste Pizza überhaupt in Rottgau. Jo, da gucken wir mal weiter. Auf der rechten Seite sehen wir hier einen Oppi 7. Genau. Er macht Ketten. Und in Gemeinschaft mit dem Herrn Jörg Drews. Genau. Da werden hier nämlich Ketten auch vorgestellt vom Oppi 7 und... Oppi 7. Richtig. Genau so ist es. Wollen Sie dazu was sagen oder zu Ihrem Stand nochmal genauer? Kann ich gerne. Sie sind ja Heilpraktiker. Ich bin Heilpraktiker. Ich bin der Lukas Schmidt. Hallo, guten Tag. Lukas, grüß dich. Grüße Sie. Den Oppi habe ich kennengelernt vom halben Jahr. Ich habe gesagt, den Jungen muss ich fördern. Deswegen habe ich gesagt, Junge, komm zu mir, stell dein Zeug bei mir in der Praxis aus, die sehr gut frequentiert ist. Ja. Und deswegen ist der Oppi heute bei mir mit am Stand in der Naturheilpraxis. Perfekt, super. Der Oppi ist auch ein super Freund von mir und er hat geniale Ideen, ein toller Spirit, super Geist. Genau. Und was wir heute erleben, oder? Ist doch genial. Gigantisch. Ich bin echt begeistert. Wahnsinnig viele Aussteller hier. Publikum ohne Ende da, auch gemischt. Viele Junge, viele Ältere. Wunderschön. Und natürlich bei dem Topwetter absoluter Gewinn für alle. Ja. Klasse. Ja, finde ich auch. Vielen Dank. Danke dir. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Perfekt. Klasse. Jawohl, ja. Dann haben wir hier zur rechten Seite, kann man Smart Home, kann man sich einrichten lassen. Ist natürlich auch genial. Wo kann man das denn sonst machen? Ein schönes Smart Home. Grüß dich, Klaus. Na, wie geht's? Danke, Gott. Selbst. Auch gut, danke. Ja, schönes Wetter, gute Stimmung. Genau. Was wollen wir mehr hier? Ist echt so. Was wir hier für ein Feeling haben. Komm mal her. Justinus, erzähl mal was. Wie findest du es? Ja, schönes Wetter, angenehme Leute und viel los. Die Leute sind total offen und wir hätten es gar nicht erwartet. Kann nur so eine Resonanz. Also es ist wirklich alles einfach perfekt. Finde ich auch. Richtiges Happening hier, oder? Absolut. Absolut. Also fast schon Festival-Feeling. Wir haben heute so viel gelacht gemacht getan. Wir sind noch nicht zum Sitzen gekommen. Ja. Wir haben alles nur Kundengespräche. Alle sind sehr interessiert. Alle haben immer gesagt, früher bei Smart Home haben sie abgewunken. Wir erklären es den Leuten und das ist ja auch unser Schwerpunkt, den wir machen wollen dabei, dass wir für die Leute richtig da sind, dass wir sie wirklich von A bis Z betreuen, auch später. Und dass man bei uns die Möglichkeit hat, mit kleinen Sachen zum Beispiel über Sicherheit einzusteigen, aber immer Energiesparung und über andere Sachen zum Schluss das Ganze weiter ausreifen zu lassen. Das ist unser Schwerpunkt, den wir haben. Wir sind in Deutschland die einzigen Zertifizierten, die das momentan so machen, weil bis jetzt haben es nur Elektriker gemacht. Die haben aber dann manchmal das Problem eher gehabt in der Umsetzung, später in der Programmierung und da haben wir uns drauf spezialisiert jetzt. Klasse, vielen Dank, Klaus. Ich danke euch. Weiterhin schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Gell? Jawohl, ciao. Ja. Ciao. Ist echt gut. Ne? Macht's gut. Ciao. Tschö. Jo, haben wir gerade einen Klaus besucht. Auf jeden Fall mein Wohlfühlheim, wenn man Smart Home braucht. Gell? Ist die Nummer 1 hier in Rottgau, aber ich würde fast sagen Nummer 1 in Frankfurt. Wie gesagt, wir haben es ja gehört. Zertifiziert. Wir schauen hier mal rüber. Das ist der nächste Stand vom Tobi. Hallihallo, Tobi, grüß dich. Timo. Timo. Ja. Beim nächsten Mal kriegen wir es wieder hin.
Ich weiß ja, dass er Timo heißt. Ich kenne ja einen Timo. Aber gerade habe ich Tobi gesagt, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Sorry, Timo. Timo, komm mal hier raus. Erzähl mal was zu deinem Stand, mein Lieber. Du hast ja ein Online-Geschäft für Zoo-Artikel. Alles rund ums Haustier, oder? Genau, genau. Also Zoo-Arena heißen wir. Und wir vertreiben eigentlich alles, was es Mögliche gibt für Tiere. Online überwiegend derzeit noch. Und ja, genau. Also von Hund, Katze, Maus, was es gibt, Hammer. Klasse, Timo. Und was es nicht gibt, besorgen wir. Jawohl. www.zooarena.de. Super. Bitteschön. Dankeschön. Danke. Timo, ich weiß, dass du Timo bist. Ich hab's nur gerade, ich hab's gerade vergessen, mein Lieber. Bin ein bisschen nervös, gell? Also. Ja, genau. Aber nochmal eine andere Frage, Timo. Guck mal, was ist denn das heute für ein Tag hier, gell? Hast du schon mal sowas gesehen? So viele entspannte Leute, weil das hat ja, das ist überhaupt vom Kommerz komplett weg, sind wir gekommen. Und alle Leute tiefenentspannt kommen hier in eine Sache rein. Jeder hat die Möglichkeit, sich vorzustellen. Ich denke mal, dass der Rottgauer Markt 2018, das war das absolute Highlight dieses Jahres, würde ich so sagen. Auf jeden Fall, perfekt. Also besser konnten wir es eigentlich nicht treffen. So soll es sein, so wollen wir es haben, so soll es in Zukunft bleiben. Klasse. Danke, Timo. Bitteschön. Wir sehen uns, mein Lieber. Wir sehen uns. Jawohl, ja. Ah, die Familie Sporek. Guten Tag, Ei Roland, gute. Grüßt euch. Ohne meinen Anwalt. Hey. Aha, wie gefällt es euch denn heute? Was ist denn mit dem Wetter überhaupt los, gell? Hab ich bestellt. Bist du sicher? Ja, todsicher. Ich habe es gestern nochmal mit Markus gesprochen und habe es bestellt. Und deshalb die Drohne am Himmel. Stimmt, da macht das alles Sinn. Da habt ihr Chemikalien mit der Drohne in die Wolke und dann... Nein, keine Chemikalien, nichts desgleichen. Alles Natur pur. Natur. Hat das mit Magie zu tun oder ist nur Natur? Diese Hände machen das. Uiuiui, also doch Magie. Aber euch gefällt es heute, oder? Ja, ja, wobei ein bisschen mehr Markt hätte ich mir gewünscht. Verstehe ich. Es geht ja eher in Richtung Eventmarkt, also Eventmarkt mit Markt kombiniert, also sowas hatten wir uns ausgedacht. Super, Entschuldigung, was sehr vorteilhaft ist, es sind sehr, sehr viele junge Leute da. Finde ich super. Ja, doch, wirklich auffällig. Und soll so auch weitergehen, weil ich würde mich da auch anmelden. Fantastisch. Freut mich, dann wünsche ich noch weiter einen schönen Tag. Danke fürs Interview. Danke. Jo, gehen wir mal hier weiter. Rein ins Sabai Sabai. Sabai Sabai gibt's noch nicht so lange, aber tolle Kneipe hier. Ah, da ist er, der Uwe. Grüß dich, mein Lieber. Servus. Wie geht's dir, Uwe? Noch gut. Naja, bis auf das unser Equipment bei dem Stand ein bisschen, sagen wir mal so, nicht professionell genug war. Okay. Und nicht heiß genug für die Außentemperaturen. Und dass wir an einem toten Samstag auf einmal den Laden hier voll hatten, wir mussten da drüben die Übung erstmal abbrechen. Okay. Zumindest mal temporär. Ja, klar. Verständlich. Aber ja. Was sagst du zu den Leuten, zur Atmosphäre? Wie ist ja, es ist wunderbar. Das Wetter spielt natürlich uns in die Karten, vollkommen klar. Mhm. Wenn man so einen Versuchsballon startet und gleich beim ersten Mal so viel Erfolg hat, heißt das, wir versuchen zumindest das zweite Mal. Auf jeden Fall. Und dann wird der Onkel Uwe mal ein besseres Equipment mitbringen, ja? Und dann rocken wir den Laden, ganz klar. Ne? Schön, Uwe, danke. Ja, gerne, ja. Jawohl. Rein, ja? Jawohl. Hallihallo, grüß euch. Ja, wo thailändisch draufsteht, muss auch thailändisch drin sein. Richtig. Da laufen wir weiter vom Sabai Sabai. Genau. Geradeaus. Schauen wir. Echt. Hier gibt es auch noch einen Stand. Wollen wir da auch noch vorbeischauen? Können wir auch mal. So. Aber bald müsste ich eigentlich auch wieder zu meinem Stand zurückkehren. Zum Sushi Mitatsu und zu Mint Events. Genau. Weil vielleicht ist da auch Not am Mann. Aber für OFTV, da macht man doch gerne mal ein Interview, gell? Kommen Sie alle esse beim Sushi Mitatsu im Leipziger Ring in Niederroden. Da gibt es das beste Sushi in Frankfurt. Ja, ihr habt richtig gehört, in ganz Frankfurt das beste Sushi. So, schauen wir hier mal. Hallihallo, grüße Sie. Ist die Barbara hier? Barbara? Barbara? Wem gehört denn das alles, dieser schöne Laden? Mag's nicht? Mag's nicht? Dann filmen, sorry, filmen nur. Genau. Ist auch okay. Hier im Zauberhaft, Secondhand, Chance, können wir auch nochmal reinschauen. Hallihallo, ich grüße Sie. Willkommen hier von OFTV. Mein Name ist Lukas Schmidt. Ich habe eigentlich einen Sushi-Stand hier, aber ich moderiere hier. Grüße Sie. Hallihallo, wie geht's Ihnen denn? Ja, gut, danke. Schön, Sie wiederzusehen. Hallihallo. Hi. Grüße Sie. Grüße Sie. Sie sind die? Christine Ringer.
Christine Ringer, ich bin der Lukas. Hallihallo. Eigentlich habe ich einen Sushi-Stand gerade, aber ja, cool. Ich wurde hier fürs Interview entführt. Christine, wie findest du den Tag heute? Ja, super. Tolles Wetter. Ja. Viel los. Tolle Action, ja. Klasse. Das freut mich. Hab auch viele Kundschaft. Läuft. Perfekt. Ja, schön. So muss es doch sein. Und wie oft soll das stattgefunden? Also wie oft findet das jetzt statt? Ja. Das soll ab nächstes Jahr vielleicht sogar jeden zweiten Samstag im Monat stattfinden. Das wäre natürlich wünschenswert. Und ja, daraus wird ein Erlebnismarkt, der vielleicht noch ein bisschen mehr mit Markt verbunden wird natürlich. Genau. Machen Sie bitte mit. Wäre ja, super. Auf alle Fälle. Perfekt. Ja, super. Dankeschön. Dann viel Spaß noch. Danke sehr. Alles wünsche klar. Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. So, wir kommen hier wieder aus dem Secondhand-Laden. Second Chance. Zauberhaft. Genau. Super Laden. Echt empfehlenswert. Kann man was finden. Ja, hier ist die Post. Ganz bekannt. So, was gibt es denn hier noch? Schön. Ja, da sieht man sie wieder. Das wunderbare Publikum, das sich hier eingefunden hat, die hier alle einen super Tag haben. Ja, so, wo laufen wir jetzt lang? Wir könnten ja mal vielleicht rechts lang laufen und dann, bald würde ich eigentlich auch zum Sushi Mitatsu zurückkehren, aber für FTV drehe ich nochmal eine Runde hier auf dem Markt. So ein Spektakel, ey, das kann man sich ja echt nicht entgehen lassen. Hier rechts gibt es super Eis, das Eiscafé, ciao, ciao. Wo ich aber auch sehr, sehr gern Eis esse, fast noch lieber, ist beim Eiscafé Werner. Obwohl Eiscafé Ciao Ciao ist, sind auch sehr nett. Habe ich letztens sogar einen Cappuccino umsonst bekommen, weil wir uns mit den Ausstellern getroffen haben. Ja, hier ist richtig was los, ey. Schauen wir mal hier. Hier war der Stand von Sabai Sabai. Da gab es Hähnchenspieße. Gut, da war die Sache mit dem Equipment, aber halb so wild, wirklich. Pippa und Jean, hier gibt es Schmuck. Kann man sich hier mal angucken. Auch ganz schön. Was aber in Sachen Schmuck auf jeden Fall auch super ist, natürlich Oppi 7. Oppi 7 Jewelry, da gibt es die ausgefallensten, besten Ketten. Hallihallo. Ich bin der Lukas, guten Tag. Nicole, hallo. Hallo Nicole, guten Tag. Hallo. Das ist Ihr Stand hier? Unser beider Stand, und zwar sind wir von Pippa und Jean. Cool. Modeschmucklabel aus Frankfurt. Aha. Und wir verkaufen ganz netten Modeschmuck. Hochwertig. Cool. Aha, schauen wir mal drüber. Nein, ich nicht diesen Rottgauer. Ich komme aus dem Ausland, ich komme aus Kaben. Ah, Kaben. Wo liegt denn das? Kaben nach Rottgau. Cool. Schön. Genau. Super. Hallihallo. Und seit wann gibt es euch denn dann? Also Pippa und Jean gibt es seit circa 7 Jahren. Klasse. Und ist das komplett zentral in Frankfurt? Habt ihr da einen Store oder macht ihr da viel online? Wird hauptsächlich über Partys vertrieben. Ja. Ja, genau. Wir kommen nach Hause, stellen vor, man lädt ein paar Freundinnen ein, macht sich einen netten Abend und dann gibt es ein bisschen Schmuck dazu. Cool. Das hört sich echt entspannt an. Tolles Konzept. Ja? Was habt ihr denn da? Habt ihr Diamantenringe da? Eine schöne Uhr da, ein super Herrenduft. Okay. Gerade für die Weihnachtszeit noch. Ein Unisex-Duft, ein nur für die Herren, für die Ladies haben wir natürlich noch viel mehr. Klasse. Darf ich da mal am Tester riechen? Vielleicht an dem Herrenduft? Ja, natürlich. Super. Könntest du auch mal mit deinen Freunden eine Party machen für die Freundinnen, jetzt so für Weihnachten? Mit eurem Schmuck dann? Ja. Lädst ein paar Freunde ein, wir bringen Bier mit. Statt Sekt gibt es dann Bier und dann lädst ein paar Freunde ein und wir machen so eine Party. Und hey, cool. Auf die Weihnachtsgeschenke für seine Freundin. Dann geht das dann so, ey, was schenkst du deiner? Na ja, komm, dann schenk ich meiner das. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das musst du nochmal, glaube ich, das Mikro runter. Ja, also, was soll ich nochmal sagen? Hammer, tolles Konzept, was ihr da macht. Gibt dann die Männerparty, ja? Geil. Dankeschön. Probiere ich mal den Duft hier. Oh ja, der riecht richtig schön würzig. Nach Holz, kann das sein? Was ist denn da drin? Nach was soll der riechen? Moment. Aus dem Katalog. Wald, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall Wald. Bitterorange. Bitterorange. Ah, okay. Vielen Dank. Riecht wirklich gut. Dankeschön fürs Interview, schönen Tag noch. Ui, sorry. So, kommen wir zur Gartenstadtbücher. Hallihallo, wie geht es dir heute? Wie findest du den Rottgauer Markt bis jetzt? Sehr zufrieden. Klasse, das freut mich. Waren nette Kunden bei dir? Ja, jede Menge, aber unsere Kunden sind immer nett. Perfekt, ja gut, das ist die Grundvoraussetzung, auf jeden Fall. Sind immer nett. Haben sie auch Sushi probiert?
Nein, aber das hat nichts persönlich mit dem Sushi-Stand zu tun. Ich esse grundsätzlich keinen rohen Fisch. Ah, okay, okay. Na gut, wir haben ja auch Hähnchen da. Also wir haben ja auch Reis und Hähnchen und so. Nee, kein rohes Hähnchen. Alles gut. Alles gut. Ja, roh ist es ja gar nicht. Genial. Klasse. Cool. Ja, auf jeden Fall toller Stand. Und ja, ich finde das Feeling hier vor allem toll. Ich meine, wir hatten ja vorher schon darüber geredet, so. Ist auf jeden Fall, sowas gab es hier noch nie. Oder? Nein, sowas gab es hier noch nie. Es gibt Straßenfeste im Rottgau, aber die haben eine ganz andere Atmosphäre. So ist es. Deshalb, also ich finde es einfach eine tolle Sache, was Rottgauer Leben hier so ins Leben gerufen hat, sage ich jetzt mal. Und ich fände es toll, wenn wir da einfach weiter daran anknüpfen würden. Und einfach, vielleicht, es muss gar nicht viel größer sein, ja, aber es muss einfach eine tolle Atmosphäre sein. Und ich denke, das vermitteln wir hier auch. Genau. Was ich wichtig fände, wenn es so bleibt, das ist so für jung und alt ist, und zwar wirklich für jung und alt. Ja, muss. Rap-Musik haben und nicht die ewig gleichen Glaskapellen, und wenn wir weiter das kulinarische Angebot so haben und dass es mal wirklich was Neues ist, weil das gab es wirklich noch nie im Rottgau, nicht solange ich hier lebe. Finde ich auch, ja. Vielen Dank. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Wiedersehen. So, da gucken wir gerade mal weiter hier, was gibt's denn hier noch Gutes? Der XIXXI ist auch Mode, Schmuck wird hier verkauft. Ah, gerade niemand am Stand, aber ist nicht schlimm, gucken wir mal drüber. Ja, sieht auch sehr schön aus. Da kann ich aber nochmal dazu sagen, Mode, Schmuck, auf jeden Fall Oppi 7 Jewelry. Die haben nämlich das beste Produkt, das es überhaupt gibt. Also die Steine, die haben auch eine heilende Wirkung, das ist der Wahnsinn, gell? Gucken wir mal hier, nur glückliche Gesichter. Wein und Kunst. Wein und Kunst, was gibt's denn hier? Hallihallo. Was gibt's denn hier Schönes zu essen? Flammkuchen selbstgemacht, schmeckt super toll. Klasse. Wie gefällt es Ihnen heute auf dem Rottgauer Sommersonntag? Es ist warm. Für Herbst ist es sehr warm. Es stimmt, das auf jeden Fall. Aber wundervoll. Ich find's schön, lieber so. Klar. Alle gehen am besten. Schön. Danke fürs Interview. Schön, dass ihr hier seid. Genießt euren Tag. So, da haben wir einen richtigen Knallerstand hier. Schauen wir mal hier links. Weil ich bin nicht nur beim Sushi involviert, so. Ich mache auch in der Fahrjugend freiwillig mit. Und die Fahrjugend ist wirklich eine Hammersache, gell? So, wir haben hier die Julia. Wir haben die Antonia. Und wir haben noch die Julia da, wusste ich natürlich. Ich bin nur total aufgeregt, Entschuldigung. So, was verkauft ihr denn Schönes hier? Wir verkaufen hier heute Süßigkeiten. Cool. Wie findet ihr diesen Rottgauer Sommersonntag? Also wir finden das Märkchen heute total super. Finden wir echt, ist eine richtig tolle Sache. Auch einfach so für alle Stände, die hier mitmachen, einfach um ein bisschen präsent zu sein. Das gefällt uns echt super gut dran. Geht uns auch genauso. Wir haben eine tolle Resonanz. So, Süßigkeiten sind natürlich auch beliebt. Aber wir sind total happy, einfach hier dabei sein zu können und gesehen zu werden, die anderen Stände zu sehen. Hier profitieren alle von. Voll cool, ja. Voll auf den Punkt gebracht. Ich wollte noch sagen, ich habe mich gerade versprochen, das ist natürlich nicht der Rottgauer Sommersonntag, weil wir sind hier beim Rottgauer Markt. Weil das Feeling ist ganz anders. Julia, wie fandst du den Erik, den Rapper? Erzähl mal was. Also ich fand den super. Der Earth, das war der beste Auftritt jetzt des Jahres. Und ich bin sehr dankbar, den miterlebt zu haben. Sehr schön, danke. Toni, was meinst du hier vom Feeling? Hier laufen kleine Kinder rum und ich habe vorhin Kreide auf dem Boden gesehen und so. Alles total locker, oder? Wie ist das Feeling so? Wie sind die Leute so drauf? Was kommen hier für Kunden her? Gefällt, also, ja, erzähl mal was. Nee, also ich finde auch, dass das Feeling hier absolut super spitze Klasse ist, weil ich meine, ich habe sowas jetzt noch nicht so oft hier erlebt und es ist sowas so super Schönes für die Leute hierher zu kommen und an einem Sonntag, wo man eh meistens nicht so viel was zu tun hat, Samstag meine ich, Entschuldigung, es ist auch mal schön am Wochenende mit seinen Familien hierher zu kommen und mal die Sonne zu genießen. Cool. Danke fürs Interview. Die Fahrjugend St. Matthias Niederroden ist wirklich die beste Gemeinschaft, die ich je gesehen habe, weil ich mache da auch mit ehrenamtlich und was wir da leisten, ist der absolute Wahnsinn, gell? Hallihallo, grüßt euch.
Ich bin der Lukas vom Rottgauer Leben. Ich habe dieses Event so ein bisschen mitorganisiert und ich komme eigentlich vom Sushi-Stand Sushi Mitazu. Wie heißt du denn? Abdullah. Abdullah. Schön, dich kennenzulernen, Abdullah. Wie ist denn das Feeling hier heute? Was erlebst du hier, wenn du dich umschaust? Wie findest du die Reaktion so? Was fühlst du so? Ich finde die Aktion eigentlich ganz cool. Also hier sind auch sehr viele Jugendliche da. Deswegen ist die Stimmung auch ganz okay, also ganz cool. Ja. Musik stimmt auch und ja. Cool, Abdullah, nice. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Interview. Ihr seid hier, von wem seid ihr hier? Euer von der islamischen Gemeinde Rottgau. Wir sind ein Verein, genau. Das ist da hinten in der Kirche. Und ja, wir haben eine Anfrage von der Frau Spahn bekommen und wir wollten das hier unterstützen. Ja. Cool, feier ich. Ich habe vorhin bei euch gegessen, hat Hammer geschmeckt. Danke. Ja, cool. Dankeschön, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Interview. Gerne, gerne. Jawohl, ja. Okay. Jawohl. Jetzt gehen wir zum Tobi Keller, Vorsitzender der Genossenschaft Rottgau Erleben. So, hallo Tobi. Grüße dich. Jawohl, ja. Grüß dich. Ich grüße, servus. Hi. Wie geht's dir, Tobi? Ja, super. Klasse. Wie geht's dir? Auch super, ey. Toller Mann. Oder? Ja. Ich auch. Ja. Also wirklich wahr. Also, ich finde, heute ist so ein schöner Tag, gell? Der junge Mann hat dir richtig viel Arbeit reingesteckt, hat's richtig gut gemacht, hat uns super unterstützt und so machst du auch weiter. Dank dir, mein Lieber. Mach ich. Alles klar. Viel Spaß noch. Danke. Danke fürs Interview. Ja, ich wünsche weiterhin schönen Tag. Danke. Ah. Und noch eine Frage, Tobi. Was stellst du eigentlich aus? Du kommst ja vom Bauernhof, Keller. Ja. Und was habt ihr alles Ja, dabei? Heute haben wir die leichte Version dabei. Wir sind ja auf dem Markt vertreten samstags mit Kartoffeln von uns, natürlich unsere Wurst, eigene Schweine. Wir schlachten auch noch selber und die Kürbisse haben wir auch noch mit am Start. Also von daher. Schön. Ein bisschen was. Wie ist da drauf? Steht Kürbis, Kartoffeln und Wurst. Also. Ich hole nachher noch Wurst, kaufe ich bei dir. Sehen wir uns gleich, okay? Alles klar, mach's gut, Tobi. Ciao. Tschö. Jo. Schauen wir nochmal hier neben. Jawohl, ja. So, hier gibt es Eistee als Probe. Tees gibt es hier. Hallihallo. Guten Tag. Lukas ist mein Name. Ich komme eigentlich von dem Sushi-Stand da drüben, vom Sushi Mitazu, Mint Events Germany. Aber ich laufe hier irgendwie rum und interview die Leute. Wie heißt du denn? Anne. Hi, Anne. Was verkauft ihr hier Schönes und wie heißt euer Stand? Das ist vom Fachwerkhaus Tee und Geschenke in Rottgau-Jügesheim und dementsprechend gibt es ganz viel Tee und Geschenke. Klasse, super. Das passt ja auch. Das ist total eigentlich so, eigentlich passt in die Weihnachtszeit, aber was heute für Gradzahlen sind. Deswegen haben wir ja Eistee. Von Knusperhäuschen auf Eistee. Ganz flexibel. Cool. Bei Tee alles machbar. Perfekt. Danke fürs Interview. Ich wünsche euch noch einen Hammertag. Feeling ist ja super hier auf dem Markt. Danke. Schön, dass ihr auch dabei sind und... Ja, ich denke, Rottgauer Leben hat da irgendwie so ein richtiges Happening geschafft. Guck mal, da drüben, da wird einfach getanzt und so. Also ich glaube, sowas gab es noch nie. Danke. So, was ich halt auch, also das feiere ich halt hier am meisten, gell, beim Rottgauer Markt. Liegt einfach die Kreide da, also irgendwie sowas. Das gibt's nicht alle Tage, gell, muss man mal sagen. Großes Lob an alle Beteiligten. Ah, hier gibt's Kinderschminken. Da können wir auch nochmal vorbeischauen. Jo. Markus, gehen wir auch nochmal. Hallihallo, Yvonne, wie geht's? Ah, hallo. Alles fit? Ja, bei euch? Auch, ja. Toller Tag heute. 13. Oktober eigentlich, aber so warm wie noch nie. Was machst denn du gerade? Ich mach Glitzer-Tattoos. Cool. Wie findest du die Glitzer-Tattoos? Sind die cool? Ja. Jawohl, das wollen wir hören. Dankeschön. Dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss. Geht's hier schon wieder weiter? Hi Chris. Gute. Alles fit? Alles klar, ja. Ja. Wie gefällt's dir hier auf dem Markt? Wunderschön. Das Wetter spielt dazu natürlich auch mit. Fantastisch, das freut mich. Ja, klar. Und Tim, seit wann bist du hier? Ich bin seit heute früh hier. Hast du auch Sushi gegessen? Ja. Hammer. Hat's dir gut geschmeckt? Ja, sehr gut, sehr gut. Danke, das freut mich sehr. Hi Nadine, wie geht's dir? Freut mich. Seit wann bist du denn da? Eine Stunde ungefähr. Eine Stunde? Ja. Hast du schon Erik? Ah doch, ich hab dich gesehen. Erik hast du gehört, ganz kurz. Ja. Und, wie war der?
Ganz gut, ja. Cool. Alles klar, danke fürs Interview. So, dann gehen wir nochmal zum Magus. Jawohl, gehen wir weiter. Auf jeden Fall, dieser Stand hier ist von Rottgau Erleben. Und hier wird Wasser, Apfelsaftschorle, Äppler. Da gibt es hier die gute Nau-Limo. Hier gibt es Wasser für 1 Euro. Also ist wirklich der Wahnsinn. Das ist genial. Und alles 100% Bio. Also die Safte, die wir da raushauen, die sind auch der Hammer. Das ist nämlich Nau und es gibt richtig Power. Für so einen schönen Sonntag. Das ist genau, was wir heute brauchen. Schmiddi, was sagst denn du dazu? Ist das heute Mint oder ist das Mint? Das ist Mint 400, ist das. Jawohl. Genial. Ah, ja, ja, bei uns gibt's was zu sehen. Schauen wir mal zu. Hi, Gude. Hi, Arne, grüß dich. Ey, Arne, was geht denn? Alles fit? Ja, ja. Bist auch beim Mint-Event und wie findest du das? Ich find's klasse, ey. Also, es gibt ja gutes Sushi. Ja, aber da gibt's hier Sushi von Mint-Events. Das ist natürlich schon nochmal genau. Was anderes. Das haut da auf jeden Fall einiges raus, gell? Ja, 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 ja. Klasse. Jo. Ich hol mir ja jetzt gleich noch was. Was kannst du mir empfehlen? Das ist eine gute Idee. Da würden wir mal hier gucken. Also das hier ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsangebot, wenn man da mit der Kamera ganz kurz drauf zoomt. Hier, diese großen heißen Futumaki. Da ist Avocado, Lachs und Frischkäse drin. Dann gibt's die hier. Die heißen Nigiri. Nigiri ist ein Reisbällchen, etwas länglich. Und darauf ist eine Scheibe, meistens von Fisch, Thunfisch oder auch manchmal Garnele oder Lachs. Also Sushi Mitatsu und Mint Events präsentieren hier japanische Spezialitäten in Form von Sushi. Unbedingt mal vorbeischauen bei Sushi Mitatsu. Und zwar im Leipziger Ring 173 in 6310 Rottgau. Da gibt es, ich müsste fast sagen, das beste Sushi in Frankfurt. Und es ist nicht gelogen, es ist das beste, qualitativ beste, fair im Verkauf, gell? Das ist also ist wirklich gut. Unbedingt mal hingehen. Ich verabschiede mich jetzt auch wieder. Das war der Rottgauer Markt vom 13.10.2018 und also ich kann nur sagen, es war das absolute Highlight des Jahres. Alle mal abchecken in Rottgau erleben, die Facebook-Gruppe, ist wunderbar, was da geschaffen wird, es hat Zukunft. Es hat Biss, Brain, Zukunft und ja genau, also ich bin der Lukas vom Mint Events Germany, Zusammenarbeit von Sushi Mitatsu, präsentieren wir Sushi und sind natürlich auf dem Rottgauer Markt vertreten gewesen 2018 und es war super. Von vorne, von Anfang an, gell, bis ganz zum Schluss. Es war ein tolles Erlebnis. Danke an alle Beteiligten und tschüss.